Ich war ja früher mal Fußballer und weißt du, was ich mich immer gefragt habe? Wenn ich einen Elfmeter geschossen habe, dann kann ich beim Fußball die Richtung des Balles immer noch im letzten Moment ändern. Ja. Ob das beim Hammerwerfen im Grunde genommen genauso ist, wenn du einmal drin bist in so einem Flow, ob sich das dann noch ändern lässt, also Höhe, Weite und so weiter, rechts, links? Ja, lässt sich auch ändern, denn der Abwurf selbst ist ja eine ganz bewusste Bewegung, die ja auch gesteuert wird. Und selbst wenn ich vorher den Wurf in seinen Teilelementen richtig gut mache, kann ich den auch komplett zerreißen, wenn ich hinten was falsch mache. Ja, sensationell. Also, wir fangen an. Betty Heidler ist heute da. Das Intro bitte jetzt. Habt ihr euch auch schon immer mal gefragt, was wohl dieser einst so erfolgreiche Profisportler oder jene siegreiche Profisportlerin heute machen? Dann seid ihr genau richtig. Denn hier rede ich mit den ehemaligen Aktiven, wie sie den Weg ins normale Leben, abseits von Flutlichtfans und dem geliebten Sport gefunden haben. Wir werden zurückschauen auf die Erfolge oder die Niederlagen, wenn es sie dann gab, aber vor allem unterhalten wir uns über die Zeit nach dem Leistungssport. Mein Name ist Florian Weichert und ich war selbst einst Fußballprofi und arbeite seit Ende der 90er Jahre als Sportjournalist für den MDR. Und ich freue mich im Podcast Profisport.at jetzt Plan B auf eine launige Zeit mit Betty Heidler. Ich habe schon angekündigt. Danke, dass wir uns heute hier treffen können. Normalerweise besuche ich ja die Leute, aber aus Zeitgründen haben wir mal gesagt, wir treffen uns hier in der Nähe vom Alex, mitten in Berlin. Genau. Du warst 6 Jahre, als die Mauer fiel. Hast du noch Erinnerungen an den Tag? Die meisten wissen ja, was sie gemacht haben und so weiter. Nee, überhaupt gar nicht. Kann ich gar nicht zuordnen. Ich habe noch so einzelne Bilder aus so meinem Leben von damals, vor allem von der Schule. Mein Bruder, er ist 3 Jahre älter, den habe ich auch in Uniform noch erlebt und wir haben auch immer zu bestimmten Tagen die Fahnen aus dem Fenster gehängt. Aber ansonsten an die Wende selbst kann ich mich nicht erinnern. Ja, so, dass sich dann plötzlich was in der Schule geändert hat, also vielleicht in den Jahren danach. Gibt es da irgendwelche Anekdoten, wo du gesagt hast, okay, das hat jetzt plötzlich einen ganz anderen Drive gekriegt? Gar nicht so sehr. Das Einzige, was ich so bewusst wahrgenommen habe, war, oder die Veränderung, dass zu DDR-Zeiten vieles sehr nah am Wohnort war. Also ich bin in Berlin-Marzahn ja groß geworden und es war unmittelbarer Nähe war der Kindergarten, es war die Grundschule da, die weiterführenden Schulen, es waren Schwimmhallen, Ärzte, öffentliche Nahverkehrsmittel waren in der Nähe und ich habe irgendwie so immer die Vorstellung gehabt, neben der Grundschule war direkt das Gymnasium, da bin ich auch noch drauf gewechselt, natürlich dann 6 Jahre später, also mit 12, und dachte, ja, dann gehe ich da weiter auf das Gymnasium, war geschockt, dass das geschlossen hat, weil dann so die Kinder ja weniger wurden und die Schulen zusammengelegt werden mussten und ich plötzlich mit der Straßenbahn zur Schule fahren musste, 3 Stationen, das war für mich ein Schock. Das da habe ich ja. Wirklich dran zu knabbern gehabt, komischerweise, aber das war die erste gravierende Veränderung, die ich ganz persönlich wahrgenommen habe. Ja. Auf deinem Profilbild, um es mal zu sagen, auf deinem Profilbild finde ich 2 Hunde ja. Und eine halb angeschnittene Betty. Genau. Ist das eine Hundeleidenschaft, die du noch nicht so zum Markte getragen hast oder seit wann spielen die eine Rolle in deinem Leben? Ja, tatsächlich erst nach dem Sport kamen die natürlich, weil ich während der Sportzeit ja keine Zeit hatte. Ich hatte als Kind auch schon Haustiere und als ich dann nach Frankfurt-Main gezogen bin, war keine Zeit, mich um Tiere zu kümmern selbst. Meine Eltern haben dann einen Hund aufgenommen im Garten und irgendwie war mein Traum, ja, wenn ich fertig bin, dann möchte ich auch mit Tieren wieder was zu tun haben. Mein ganz ursprünglicher Berufstraum war ja auch Tierärztin zu werden. Ach. Das wissen viele ja gar nicht. Und den Traum habe ich mir erfüllt und wir haben jetzt 2 Hunde, ja. Also nicht den Traum der Tierärztin, sondern den Traum der Hunde. Genau, genau. Ja, genau. und junge Mädchen, wie alt? Was für eine Rasse? Das sind 2 Rhodesien-Ridgeback. Ein Rüde, eine Hündin. Hat auch eine lange gemeinsame Geschichte, aber es sind auf jeden Fall jetzt vor 2 Wochen beide 8 geworden. Und die machen ganz viel Freude. Und die halten dich auf Trab? Sozusagen. Genau, die halten mich in Bewegung und fordern mich und fördern mich und das ist auch gut so. Ja.
Wann hast du eigentlich, erinnerst du dich an den Tag oder an den Moment, wann du mal daran gedacht hast, mit dem Sport aufzuhören? An den Tag selbst erinnere ich mich nicht genau. Es war so, dass klar war nach 2012, nach London, nach den Olympischen Spielen, dass ich mir irgendwie mal schon zeitnah auch ein Ende setzen muss. Denn es ist unrealistisch zu glauben, dass man Hammerwerfen bis in aller Ewigkeit machen kann. Ich war schon so drauf getrimmt, mit Mitte, Ende 30, nee, Anfang, Mitte 30 so spätestens aufzuhören, weil einfach ist ja eine Schnellkraftdisziplin und so ab 30 lassen dann schon auch die Leistung einfach nach, das Leistungsniveau, das merkt man ja auch in der Entwicklung, die man nimmt. Und ab 2012 habe ich so jährlich überlegt, was ich mache und wie lange ich das mache. Und man denkt im Leistungssport auch Vierjahresrhythmus, die Olympischen Spiele. Das ist immer so ein Zeitpunkt, wo man ganz explizit an ein Karriereende denkt. Und ja, und dann waren das irgendwie 2014 war dann, naja, dachte ich, bis 16 kannst du dann auch noch machen. Aber dann war eben auch klar, dass ich aufhöre. Mhm. Betty Heidler, eine der erfolgreichsten deutschen Hammerwerferinnen und ich behaupte ja gerne viel, aber diesmal passt es auf den Punkt. Betty Heidler, und das ist jetzt meine Behauptung, hat dem deutschen Hammerwerfen ein Gesicht gegeben und das liegt sicherlich nicht nur an ihrem Markenzeichen, ihren roten Haaren. Hättest du gerne andere Haarfarbe gehabt? Als Kind ja, auf jeden Fall. Da habe ich auch meine Sommersprossen gehasst. Aber im Nachhinein, gerade wie du es sagtest, so als Markenzeichen, als Wiedererkennungswert, war es halt Gold wert und ja, war es halt super. Und nein, ich mag meine Haare mittlerweile sehr und auch meine Sommersprossen. Sommersprossen habe ich auch gehabt. Das sind dann irgendwann weggegangen im Alter, keine Ahnung. Aber das will man als Kind nicht. Ne? Die versucht man dann irgendwie zu kaschieren. Da redest du mit einem Gleichgesinnten. Aber wie war das bei dir so mit diesen Hänseleien? Wie bist du damit umgegangen? Also ich war als Kind ganz anders, als ich heute bin oder durch den Sport geworden bin. Ich war eine sehr ruhige, sehr zurückhaltendes Mädchen und habe mich zurückgezogen, bin dem aus dem Weg gegangen und hat mich natürlich verletzt, aber ja, mein Ding dann trotzdem irgendwie für mich weitergemacht und habe das nicht zu sehr an mich rankommen lassen. Aber es ist trotzdem irgendwie schwierig, als Kind irgendwie damit umzugehen. Und wenn man dann im Alter so ein bisschen zurückguckt, dann denkt man, ach Gott, hätte man auch alles entspannter sehen können. Aber als Kind ist es natürlich, vielleicht mal um den Vergleich für all die, die vielleicht vor diesem Problem stehen und die uns jetzt gerade hören, denen mal zu sagen, okay, lasst die Zeit mal ein bisschen für euch arbeiten und nehmt das alles nicht so ernst. Genau. Betty, Sport liegt bei dir in der Familie. Dein Urgroßvater, und das habe ich echt gegoogelt, war der Hochspringer Martin Riefstahl und deine Großcousine, die Hürdensprinterin Cornelia Oschkener. Genau. Der Name sagt mir natürlich noch was, da ich 68 geboren bin und sie auch durchaus erlebt habe als Sprinterin. Und aber zu deinem Urgroßvater natürlich, das war 1936, der war Fackelläufer hier in Berlin zu den Olympischen Spielen. Ist da in der Familie mal drüber geredet worden? Erst dann, als ich auch Richtung Olympische Spiele mich bewegt habe oder als ich so ein bisschen meinen Weg gemacht habe im Hammerwerfen, wurde mir dann auch erzählt, ja übrigens ist auch nicht unbegründet, dass du so erfolgreich bist. Ah. Also es war gar nicht so, dass ich vorher so konkret davon wusste. Ich glaube von der Cornelia schon, weil es die Cousine von meiner Mama ist, natürlich wesentlich näher dran als Martin Riefstahl. Aber es kam tatsächlich erst so mit der Sportzeit. Die Erzählungen dann und auch die Bilder, die ich bekommen habe und auch den Fackelstab, den ich zu Hause habe. Was hast du gedacht damals so oder was hat man erzählt über ihn? Also ich war unglaublich stolz drauf und dachte, wow, dass irgendwie das nicht von ungefähr kommt, dass ich auch sportlich bin und unabhängig von den beiden sind auch meine Eltern sportlich gewesen, nicht auf Leistungssportniveau oder auch mein Bruder, der ist unglaublich talentiert, er hat halt aus anderen Gründen dann keinen Leistungssport gemacht, aber das fügte sich irgendwie, es war wie so Puzzleteile, die ineinander gerutscht sind und ich wusste, krass, ja, also dass ich einfach was mitbringe, was in der Familie liegt, was mir unglaublich gut tut und was ich mitnehmen und nutzen kann. Aber du hast ihn nicht mehr selbst persönlich nein, kennengelernt. Nein, leider nicht. Und
diese Spiele, 36, die sind ja auch, ich sag mal so, von der Nazi-Propaganda extremst missbraucht worden. Ja. War das was, womit du gefremdelt hast dann, wo du gesagt hast, komisch, oder war die Zeit so? Oder wie hast du das für dich so bewertet? Damals stand für mich der sportliche Gedanke total im Vordergrund. Natürlich haben die Spiele von 36 einen politischen Touch, gar keine Frage. Dieses Bewusstsein und die Problematik darum, kam erst später eigentlich, auch als ich in Elsthammer war, mir das Dorf da angeguckt habe, dass man dachte, krass, also dass auch dieser Bezug hat mit der Familie was zu tun, weil er eben Teilnehmer war. Aber es ist zu weit weg, weil es uns politisch nicht tangiert hat, sondern eben sportlich. Und dadurch habe ich das gar nicht so sehr, also diesen politischen Gedanken an mich und an unsere Familie auch angelassen. Und mit Cornelia Oschkenat, sie war Hürdensprinterin. Genau. Ne? Gab es da nochmal so später, als du dann aktiv warst, nochmal... Großcousine hört sich ein bisschen weit weg an. Ja, ne? Genau. Also wenn man sagt, die Cousine meiner Mutter, hört sich wieder nah an. Ja, okay. Ne? Ja. Aber tatsächlich ist es schon weit weg. Und auch zu meiner, also die zwei, zu meiner Mama, die haben keinen Kontakt. Zwischendurch gab es mal so ein bisschen, aber nicht, dass wir uns gesehen haben. Ah. Und ich weiß nicht mehr, ob das aktuell ist. Meine Informationen, wo sie jetzt lebt und wo sie arbeitet, kann ich gar nicht sagen, ob das noch so ist oder nicht. Aber was eigentlich auch wieder schade ist. Aber das ist, der Kontakt ist jetzt nicht wirklich da, nein. Also die Gene waren vorhanden, ja. Das haben wir festgestellt. Genau. Aber wie hat das angefangen? Man wird ja nicht von Anfang an Hammerwerferin. Nein, zum Glück oder nicht zum Glück, ich weiß es nicht. Aber ich war schon in der Grundschule jedenfalls so sportlich, dass ich auch für die Schule an Wettkämpfen teilgenommen habe. Damals gab es auch noch Sichtungen in der Schule von Vereinen, die mich auch immer mit eingesackt haben. Und ich habe irgendwie relativ viel ausprobiert und mich hat aber irgendwie nicht so richtig mitgenommen. Und letztendlich war es so, dass meine beste Freundin damals mit dem Gehen angefangen hat in der Leichtathletik. Ist ja auch nicht gerade... Also der erste, ja, Weg, ne? Nein, auch nicht. Aber ich glaube, sie hätte auch irgendwas anderes machen können. Aber bei ihr fand ich auch, ja, sehr speziell, dass sie sich auch so eine Randdisziplin eigentlich aussucht. Und ja, und sie war beim Training regelmäßig und ich saß zu Hause. Und dann dachte ich so, was machst du denn jetzt? Das ist irgendwie auch doof. Und dann bin ich mit ihr mitgegangen. Aber sie war eben eher klein und zart und ich war halt schon ein bisschen größer, ein bisschen kräftiger. Und dann haben die im Verein gesagt, ja, also du passt eigentlich hier in die eine Wurfgruppe ganz gut rein. Mein Glück war eben nur, dass die nicht nur die Wurfdisziplin trainiert haben, sondern alles in der Leichtathletik, also auch Weitsprung, Hochsprung, Hürdenlaufen, also ganz breite Basis, aber mit Schwerpunkt auf allen Wurfdisziplinen. Ja. Und habe mich da auch in allen ausprobiert. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht, weil es so vielseitig war. Und bei den Wurfdisziplinen war es eben so, dass Speerwerfen ist nun mal eine Talentdisziplin, das hatte ich nicht. Diskuswerfen war ich zu klein und irgendwie das Kugelstoßen fand ich ganz nett. War ich aber eigentlich auch zu klein, das war so eine kurze abgehackte Bewegung. Und das Hammerwerfen, das fand ich eben so schön, war eine schöne, lange, fließende Bewegung. Es hat mir echt Spaß gemacht. Und bei einem Wettkampf dann hat mich ein Hammerwurftrainer angesprochen und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das bei ihm mal intensiver zu trainieren. Unter etwas besseren Trainingsbedingungen, speziell fürs Hammerwerfen, und das habe ich gemacht und irgendwie nahmen dann so die Dinge ihren Lauf. Wie lange bist du dann dem Gehen treu geblieben? Gar nicht so lange. Also das Gehen selber habe ich gar nicht gemacht. Ach so. Also das war nur meine Freundin und das, wie gesagt, auf dem Sportplatz, die haben gesagt, also Gehen, nee, da bist du jetzt körperlich nicht so dafür veranlagt. Ja. Die packen dich eben in die andere Gruppe rein. Deswegen, ich hatte mit Gehen gar nichts zu tun dann. Also bewegen wir uns jetzt im Alter 10, 12 Jahre oder früher? Nee, noch? 13, 14. Später. 13, 14. Ich war relativ alt schon, ja. Okay. Und, genau. Und wie sah das dann aus, plötzlich viel öfter Training? Genau. Also, sag mal, der erste Teil, wo ich viel allgemein trainiert habe, ich weiß gar nicht, wie oft wir uns da getroffen haben, vielleicht 3-4 Mal die Woche. Und danach war das schon regelmäßig. Und zu der Zeit bin ich freizeitmäßig auch geritten. Und da war dann zum Beispiel irgendwann der Punkt, wo es hieß, also dein Freitagnachmittag auf dem Reiterhof, musstest du mal überlegen, ob du das nicht irgendwie anders gestalten möchtest. Und da war schon so die erste Entscheidung, die ich fürs Hammerwerfen getroffen habe. Ja. Und Reiten wäre jetzt keine sportliche Laufbahn möglich gewesen. Also das war eher so eine Freizeitgeschichte. Genau. Okay. Wie Mädels das in ihrem Alter halt eigentlich machen, wenn sie die Möglichkeiten haben, dass sie halt reiten gehen. Ja. Ich habe schon gehört. Du im Norden von Berlin, da lebst du jetzt, da hatten deine Eltern
Ja, so ein Grundstück und da war genau. Wahrscheinlich viel Platz, oder? Genau, ja, da sind allerhand Reiterhöfe da in der Nähe. Naja. Ja, ja. Ich habe mal, gerade was das Hammerwerfen anbetrifft, weil das ja eine Sportart ist, die man nicht täglich sieht. Ja. Ich habe mal eine 100-Euro-Frage jetzt, okay. im Sinne von Günther Jauch. Woher stammt der Begriff Hammerwurf? A, der Erfinder der Sportart hieß Hammer. B, anfangs warf man Gewichte mit einem an dem ein Holzstiel angebracht war. C, es war irgendwann mal ein Übersetzungsfehler. Oder D, ein Sportreporter sprach von einem Hammerwurf und das hat sich dann eingebürgert. Da würde ich B sagen. Ja, damit liegst du auch völlig richtig. Und jetzt, ja. Jetzt habe ich noch eine Millionenfrage. Okay. Und jetzt natürlich auch, falls ich jetzt mal auf dem Stuhl sitze und im Sport jemanden bräuchte als Telefonjoker. Jetzt kannst du deine Eignung unter Beweis stellen. Okay. 1-Million-Euro-Frage. Welches war die erste registrierte Weite bei den Frauen, geworfen von Lucinda Mollis aus Spanien am 29. Juni 1931 in Madrid? 7,03 Meter, 17,03 Meter, 27,03 Meter oder 37,03 Meter? Ich glaube 27. Ich bin mir nicht ganz sicher. 37? Ich mache mal 50-50, Joker. Hm. Es bleibt A und B, 7,03 Meter oder 17 Meter. Dann die 17. Richtig. Das wär die Million. Okay. Ah, du warst nah dran. Ja, also ich war... Also beschäftigt man sich auch tatsächlich mal mit der Geschichte dieser Disziplin? Ja, macht man schon. Weil auch die Frage sehr häufig kommt, erstens, warum heißt das Hammerwerfen Hammerwerfen? Weil es sieht ja nicht aus wie ein Hammer. Genau. Welche Antwort gibst du da immer meistens? Dass das von den Highland Games kommt und dass eben dieser ursprüngliche Hammer so ein Gewicht war mit einem Stab dran oder mit einem Stock oder ich weiß, Stamm oder was das war. Und daraus hat sich dann diese Kugel mit dem Draht entwickelt. Mhm. Genau. Und die Entwicklung von den Wurfweiten war, glaube ich, weil ich auch mal ein Referat gehalten hatte und dann die Entwicklung der Weltrekorde oder der gemessenen Rekorde dargestellt hatte. Und da kam die erste Weite natürlich auch mit drauf. Deine Zielweite waren immer die 80. Ja. Am Ende musstest du klein beigeben. Ja. Ist es wichtig, Ziele zu haben? Oh ja, sehr. Auf jeden Fall, weil an den Zielen, also bei mir war es so, an meinem Ziel hat sich alles ausgerichtet und alles danach orientiert. Und der Weg zum Ziel war eben das, was meinen Alltag bestimmt hat. Also alles wurde darauf abgestellt. Morgens aufgestanden, mal in den Körper reingefühlt? Nö, eigentlich nicht. Der war meistens gut drauf. Ja, also es gab jetzt nicht Tage, wo du morgens aufgestanden bist und gesagt hast, oh nee. Ah, okay. Mhm. Was ist dir denn, ich sag mal, als Hammerwerferin schwer gefallen zu trainieren? Also schwer gefallen sind mir so die Grundlagentrainingseinheiten. Aber ich glaube, das fällt jedem Werfer schwer, weil das eben diese Ausdauersachen lange sind. Lange laufen? Genau, also diese Dauerläufe, immer wenn wir im Oktober angefangen haben, Dauerläufe, Tempoläufe, Kraftausdauer, also die ewig vielen Wiederholungen, das war irgendwie belastend, das war immer anstrengend. Ja. Über welche Distanzen reden wir da beim Ausdauerlauf? Also meistens wie so 3, 4, 5 Kilometer sind wir gelaufen. Es waren immer bestimmte Runden, die wir laufen sollten oder eine Halle, 5 Runden einlaufen und das war dann irgendwie schon anstrengend für einen Werfer. Also, schon Quälerei, ja. Ne? Genau. Ja, und die Ziele, die man dann hat, das ist insofern vielleicht wichtig, weil man sie sonst nicht erreicht oder wie bist du immer daran gegangen? Also ich kann es aus meinem Erleben erzählen, ich hatte auch immer ein Ziel und das habe ich am Ende erreicht und stellte mir dann die Frage, hätte ich mir noch ein größeres Ziel gesetzt, hätte ich das auch erreicht? In deinem Falle war es jetzt so, die 80 hast du nie erreicht, aber du bist sehr nah rangekommen. Hättest du vielleicht gesagt, ach, ich will mal 75 und ein paar werfen. Bist du da überzeugt davon, dass das, was im Kopf sich abspielt, dass das dann auch die Leistungsmöglichkeiten in irgendeiner Weise beeinflusst? Also ich glaube grundsätzlich, dass die Leistungen im Kopf erstmal geschaffen werden.
und der Körper darauf dann vorbereitet wird, um das umzusetzen. Denn ich muss mir ein Ziel setzen, ein lang- und mittelfristiges und auch kurzfristiges Ziel. Ziel ist ja nicht nur ein Ziel, was ich irgendwann mal erreiche, sondern ich habe ja einen Weg dahin. Und wenn ich jetzt mal so einen Vierjahresrhythmus nehme, dann sage ich, okay, die Olympischen Spiele waren jetzt rum und in 4 Jahren möchte ich teilnehmen. Was ist dann ein realistisches Ziel? Und das ist noch relativ abstrakt, weil in der Zeit unglaublich viel passieren kann. Aber dann weiß ich, okay, nächstes Jahr ist die Norm und ich habe jetzt den Leistungsstand. Bin ich verletzt, bin ich nicht verletzt? Wo habe ich Reserven? Wo liegen meine Stärken? Wo arbeite ich dran? Und wichtig ist es, glaube ich, erstmal grundsätzlich ein realistisches Ziel sich zu setzen. Das kann man alleine machen oder natürlich mit einem Team oder mit einem Trainer, mit dem man ja auch vielleicht mal eine Saison auswertet oder den aktuellen Leistungsstand bespricht. Oder das kann auch ganz unverhofft sein, dass jemand kommt und sagt, boah krass, also ich sehe so gute Anlagen in dir, ich kann mir vorstellen, dass du das schaffen wirst, irgendwann über 70 oder 75 Meter zu werfen. Und bei mir war es lustigerweise so, dass ich am Anfang gar keine Vorstellung davon hatte, was mein Leistungsniveau eigentlich überhaupt ist oder wohin es gehen kann. Ich glaube, da haben andere immer mehr in mir gesehen als ich selbst. Und das war vielleicht auch ganz gut, so weil man sich da nicht übernimmt. Die kurz- und mittelfristigen Ziele bereiten einen ja auf das große Ziel vor. Und klar, als ich angefangen habe, habe ich ja nicht daran gedacht, 80 Meter zu werfen. Das hat sich ja auch erst entwickelt. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man da wirklich erstmal realistisch bleibt. Und die Frage ist natürlich, wenn ich sage, ja, hätte ich vielleicht auch 85 Meter angehen können oder nach 75 erstmal 78 und 80. Ich weiß zu dem Zeitpunkt oder ich wusste für mich ganz persönlich, was ich brauche, um dahin zu kommen. Und ich wusste dann auch schon, was ich in der Lage bin, noch zu schaffen und wo meine Reserven sind und wo dann auch ein realistisches Ziel ist. Und ich glaube, ein unrealistisches Ziel hinterher zu rennen, das macht einen nur verrückt und wahnsinnig und auch unglücklich, weil man das wahrscheinlich nie erreicht. Und die Ziele motivieren, also mich haben die immer motiviert, daran zu kommen, weil die eben auch nicht so weit weg waren. Ne? Also ich bin die angegangen und wusste, mit den kleinen Zielen komme ich dem Großen immer näher. Und das Erreichen dieser kleinen Ziele, das pusht einen so sehr und gibt einem so ein gutes Gefühl und beflügelt einen so sehr, dass man dann natürlich auch motiviert ist, das Nächste dann zu erreichen. Mhm. Und jetzt reden wir mal über eine wahre Geschichte, die fast unwahr klingt. Die Farbe deiner Olympiamedaille hat sich innerhalb von 7 Jahren gewandelt. Aus Bronze ist Silber geworden. Ja. 2012 gewinnst du in London die Bronzemedaille im Hammerwurf und da schau her, nach 7 Jahren ist sie Silber. Was ist da passiert? Ja, das ist einfach die Gewinnerin von damals, wurde im Nachhinein positiv getestet. Die zweite Kontrolle, Verdachtskontrolle war positiv. Und dann wurde ihr natürlich die Goldmedaille aberkannt und alle anderen rutschen dann einen Platz nach vorne. Und bei mir war es dann von Bronze auf Silber. Was ist das für ein Gefühl, wenn man die Nachricht, kannst du dich noch daran erinnern, wie du die Nachricht erhalten hast? Ja, ich habe das in der Zeitung gelesen am Anfang, weil es ist ja so, es wird getestet und dann kommt das Ergebnis raus und es wird ja noch nicht gleich bestätigt, denn es muss ja auch durch einen internationalen Sportgerichtshof gehen, das Verfahren, die Sportlerin kann sich ja dazu äußern und ehe das Urteil dann gefällt wurde, war glaube ich, also endgültig waren es nochmal 2 Jahre. Und da war mir schon irgendwie mulmig. Also ich habe mich geärgert und war enttäuscht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich mich natürlich gefreut, dass die Gerechtigkeit sich da durchgesetzt hat, weil wir damals schon vermutet hatten, dass dem auch genauso sein wird. Aber die Vermutungen, die stehen halt immer nur im Raum. Damit kann man nicht viel anfangen. Und es war eben nur dann auch ein bisschen Genugtuung, dass das dann auch wirklich so war und aufgedeckt wurde. Das erzählen immer wieder Sportler, dass man so einen Verdacht hat. Woraus schöpft man den? Naja, es ist ja so, dass wir ab Mai in der Wettkampfsaison stehen und uns regelmäßig sehen als Konkurrentin bei den Wettkämpfen und man ja auch das Leistungsniveau sieht. Man sieht auch, wie die Athleten ihre Ergebnisse produzieren und es ist dann schon nochmal ein bisschen merkwürdig, wenn gerade vom Saisonhöhepunkt eine Athletin an den wichtigsten Wettkämpfen nicht teilnimmt, die aber zur Leistungsentwicklung wichtig sind auf dem Saisonhöhepunkt und dann irgendwie 6 Wochen nicht da. Meistens ist so eine EM davor oder eine WM. So genau. In der WM glaube ich nicht im Olympiajahr. Ne? Aber, nee, im Olympiajahr. Einmal EM ist davor. Ja. Genau. Und dann sind die irgendwie 6, 7, 8 Wochen auf einmal weg und man hört nichts, man sieht nichts und denkt, ja, okay, also irgendwas
kann da wahrscheinlich nicht so richtig sein, weil es eben untypisch ist für auch alle anderen Werferinnen, die ja da sind. Also nur die Beste fehlt und taucht dann auf. Und dann ist es auch immer noch so ein Verhalten, es sind ja alle im Dorf oder bei den Weltmeisterschaften dann auch in großen Hotelanlagen und man trainiert ja, sieht sich ja auch dann im Training, in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung und wenn irgendwie alle trainieren und ganz hibbelig sind und Athleten dann einfach durchs Dorf spazieren und so wie Urlaub, dann ist das eben komisch. Ja. Aber wie gesagt, dass jeder hat seine eigene Wettkampfvorbereitung ist. Ich will da gar keinen anschwärzen oder so, aber in dem Fall war es eben auffällig und wurde dann bestätigt. Und es war ein verrückter Wettkampf 2012. Ja, sowieso. Da wurde ein Wurf nicht vermessen. Betty Heidler macht ihren ersten Wurf und der wird nicht vermessen. Wie war das aus deiner Sicht? Also es war jetzt nicht ganz so, aber ich will es auch gar nicht nochmal in Kleinigkeiten irgendwie oder zerlegen. Es war einfach so ein technischer Fehler, der passiert ist, sodass meine Weite nicht richtig gemessen wurde und ich einfach Glück hatte, dass draußen derjenige, der den Messstab in den Boden steckt, gesehen hat, dass die Weite auf der Anzeigentafel nicht der Weite im Feld entspricht. Also er sieht ja, auf welcher Höhe er steht, aber bei 70 Meter. Okay, er ist vermessen worden, ne? Genau, aber er ist halt falsch im PC falsch vermessen worden. Ja. Und der hat dann das eine, dieses Loch, wo der Hammer aufkam, markiert mit einer Münze fürs Nachmessen. Und das war auch ganz gut so, weil er ihm dann bezeugen konnte, nee, dass hier der mein Hammer runtergekam und dann konnte ihm nachgemessen werden und dann wurde das Ganze aufgelöst. Wann ist denn diese Nachmessung passiert? Ja, kurz hinter dem Wettkampf. Also ich habe dann, das war der fünfte Versuch und ich habe dann einen Protest auch relativ schnell eingelegt. Und dann hat das natürlich gedauert, ehe so ein Protest sich dann im Wettkampf, bei den Wettkampfrichtern da auch entwickelt und ehe dann Maßnahmen ergriffen werden. Und das war, glaube ich, dann im Anschluss, also der Wettkampf war relativ schnell ja dann rum, der sechste Versuch. Und dann wurde eben nachgemessen dann vor Ort. Ach, es war nicht der erste, sondern der fünfte. Das war, ja, okay. Ja. Und ohne diese Weite wärst du nicht in den Medaillenrängen gelandet? Nee, ich glaube, ich wäre siebte oder achte dann gewesen, ja. Okay. Hast du selber gespürt, dass dein Hammer weitergeflogen ist als die Weite? Die angezeigt wurde, nein, weil ich so wütend auf mich war. Der Wettkampf, der lief so schlecht. Und das war ein totaler Wutwurf auf mich, weil ich war in so guter Form und ich war so fest einfach, weil ich so unbedingt die Medaille wollte und wusste, dass ich was drauf habe. Und irgendwie vorher alles falsch gemacht habe. Und ja, wie gesagt, ich war so wütend und habe das Ding rausgeknallt und hatte gar kein Gefühl mehr für irgendwas eigentlich. Ja. Und erst mein Trainer sagte, nee, das war nicht der Wurf. Und dann habe ich auf die Anzeigentafel gesehen und habe auch gesehen, dass der viel weiter hinten eingeschlagen ist. Und und habe das dann erst so richtig realisiert hinterher. Man sieht das auf den Videoleinwänden. Genau, da wird das gezeigt. Da ist ja auch die Linie, die man im Fernsehen sieht, diese gelbe Linie oder diese imaginäre Goldlinie oder genau, so. Genau, ja, oder irgendwie so. Die Medaillenlinien, die da eingezeichnet sind, das ist ja nicht im Stadion, das sieht man ja nur auf dem Bildschirm. Und man sieht auch als Werferin im Stadion nicht immer, wie weit die Würfe sind. Das kommt immer auf den Rasen so ein bisschen an. Und da, wie gesagt, ich hatte mit mir selbst so zu tun und habe da gar nicht das auf dem Schirm gehabt. Aber auf der Leinwand im Stadion sieht man es auch und da habe ich es dann auch gesehen. Ja, dann gib mal so ein bisschen Einblick in diesen Tag. Vorkampf lief okay, warst du zufrieden. Und man geht in so einen Wettkampf rein, vielleicht für alle jungen Sportler, die Ähnliches dann erleben oder erleben werden. Was ist das? Olympische Spiele, man weiß, jetzt. Genau. Hast du dir zu viel Druck gemacht oder beschreib mal. Ja, also ich glaube, dass ich mir zu viel Druck gemacht habe. Ich bin ja angereist und hatte ja 2011 den Weltrekord geworfen, 79,42, der jetzt aktuell deutscher Rekord ja noch ist und war auch in super Form. Also ich war top motiviert, ich war top fit und ich wusste, dass ich was drauf habe. Ich wusste, dass die Polen vor mir noch ist, die Chinesen, die Russen, dass die sehr stark sind und man weiß auch, dass das Tagesform ist. Also wir waren sehr eng und es war klar, dass das Olympische Spiel bei den Olympischen Spielen passiert immer irgendwas. Und da rufen alle eigentlich auch ihr Leistungsniveau ab. Aber es ist eben auch sehr schwierig, weil eben der Druck an sich selbst und an den Wettkampf und an das Ergebnis so enorm hoch ist. Ne? Also man wird an dem Ergebnis der Olympischen Spiele gemessen und
jede andere Medaille steht im Schatten einer olympischen Medaille, das muss man ganz klar sagen. Und es war für mich die Chance, eine Medaille zu gewinnen dort. Und ich wollte die unbedingt. Ich bin in das Zimmer gezogen. Ich habe mit Christina Obergföll mir ein Zimmer geteilt mit Blick auf das Olympiastadion und das Olympische Feuer. Also irgendwie war auch gar nicht die Frage im Raum, dass ich keine Medaille gewinne. Aber bei dem Wettkampf war es dann wohl doch so, weil die Qualifikation, wie gesagt, sie lief sehr gut, musste ich mir keine Sorgen machen und dann ging das irgendwie im Vorkampf schon nicht. Ich kam überhaupt nicht über so ein niedriges Leistungsniveau hinaus und mit Ach und Krach unter die besten Achtern gerutscht und dachte, nee, das geht nicht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und wie gesagt, ich war so wütend, dass ich dann einfach dachte im Wettkampf, so jetzt musste mal so ein Ding raushauen und hab's dann eben den fünften gemacht, aber ja, es wurde nicht so gleich gemessen. Mhm. Aber woran hast du, gab es da irgendwelche, ich sag mal, Sicherheitsmechanismen, die dich wieder in die Spur gebracht haben? Oder sagst du, ich habe gar nicht mehr zu mir selbst gefunden, sondern ich habe aus Wut das Ding weggeschleudert. Mhm. Also wäre dieser Wutwurf nicht gewesen, du wärst nicht mehr reingekommen in diesen Wettkampf, richtig, oder? Also es ist schon so, ich konnte mich ja runterfahren, dahingehend, dass ich ja diesen, auch wenn es ein Wutwurf war, noch produzieren könnte. Ich hätte genauso gut noch fester werden können. Also mir war schon klar, dass ich im Verhältnis zu den Würfen davor schon was verändern muss. Aber ich war damals so stabil im Training gewesen, auch in einzelnen Würfen, wenn ich gut drauf war, nicht gut drauf war. Ich habe es immer geschafft, irgendwie einen guten Wurf rauszubekommen. Mhm. Und darauf musste ich mich besinnen und habe das dann auch gemacht. Ich habe, glaube ich, gar nicht so viel verändert, aber die Wirkung war enorm. Und das war eben auch dann mein Glück. Im Nachgang versucht man ja, solche Situationen zu analysieren. Hm. Was ist da übrig geblieben an Analyse für dich, wo du gesagt hast, das war für mich, glaube ich, der Punkt, warum das nicht so funktioniert hat? Naja, eben der eigene Druck, den ich mir gemacht habe, die eigene Erwartung, die extrem hoch war, auch vom Team natürlich, weil die Vorleistungen eben extrem gut waren. Mitgenommen habe ich eigentlich, dass man sich auch in solchen stressigen Momenten, dass man den Kopf nicht verlieren darf und sich in kurzer Zeit oder dass ich es in kurzer Zeit geschafft habe, mich eben auf das eine zu fokussieren, was dann dazu geführt hat, dass ich doch meine Leistung ein Stück weit abrufen konnte, in dem Rahmen, in dem ich das auch machen wollte und dass ich die Stärke hatte, dann mich trotzdem zu sammeln, wo ich vorher auch nicht die Stärke dazu hatte und auch nicht die Möglichkeiten. Und was dazu kommt, ist in dieser Situation, die dann sich durch den Messfehler ergeben hat, dass man da einfach auch die Ruhe bewahrt. Also dass so aufregend das alles ist und so ärgerlich das auch, dass jetzt nicht 1:1 die richtige Weite da steht, dass eben da einfach auch Menschen im Stadion sind, die auch einen Fehler machen können und die auch bei so einem enormen großen Wettkampf einen Fehler machen können und dass es nur wichtig ist, wie man damit umgeht. Und ich bin nie eine aufbrausende Person gewesen, anderen Menschen gegenüber, sondern immer ruhig und bedacht und habe das da auch so gesehen. Ich habe da ja keinen Vorwurf gemacht, sondern ich habe einfach gewartet, weil ich irgendwann auch wusste, ja, es ist halt nun mal ein Fehler passiert und die sind ja dabei, das zu korrigieren. Mir lag es auch fern, da irgendwie mich aufzuregen oder Druck zu machen. Ich konnte sogar die Chinesin, die ja auf dem vierten Platz dann gerutscht sind, verstehen, dass die auch Protest eingelegt haben, weil die hat auch eine Medaille dann dadurch verloren und hatte eigentlich gar keine realistische Chance mehr, irgendwie mir eins entgegenzusetzen, weil die auch nach dem Wettkampf vor vollendete Tatsachen angestellt wurde. Selbst das konnte ich verstehen. Ich glaube, das nehme ich so mit raus, dass so in der Ruhe die Kraft liegt und dass man sich doch auch dann wieder mal besinnen soll auf die eigenen Stärken. Und ja, das habe ich mitgenommen. Hilft das im heutigen Job? Ich kam noch nicht dazu, dass ich mich so aufregen musste, tatsächlich. Ich hatte schon sehr aufregende Momente, ja, aber jetzt nicht vergleichbar. Mhm. Du studierst zu dieser Zeit Jura. Dein heutiger Job ist ja eine höhere Beamtenlaufbahn bei der Polizei, kann man das so sagen? Ist das ja richtig? Noch nicht ganz, aber fast. Ja. Aber fast, okay. Ja, aber es geht in Richtung Polizeidienst. Genau. Man sagt ja immer, Jura ist eines der schwersten Studiengänge. Ja. Viel Zeit, viel Lesen, ja. viel lernen. Investieren und lernen. Ja. Wie hast du es geschafft, rückblickend? Ich weiß es nicht. Also ich muss sagen, ich
ich muss sagen, dass das erste Staatsexamen Jura hat mir mehr abverlangt als alles, was ich vorher gemacht habe. Hätte ich nie gedacht. Ist bei weitem schwieriger und anstrengender gewesen als der Wettkampf in London. Ich habe mich unglaublich intensiv und nach einem ganz strikten Plan vorbereitet und es war mega anstrengend. Es hat unglaublich viel Kraft gekostet, viel Nerven gekostet, unglaublich viel Zeit. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe und Chapeau an alle, die das angehen und auch schaffen und ich verstehe viele, die es nicht schaffen und einfach irgendwie einen Nervenzusammenbruch haben, da stand ich auch ein paar Mal kurz davor, also da auf diese Leistung bin ich fast genauso stolz wie auf die olympische Medaille. Warum wolltest du es denn unbedingt parallel machen? Es hat sich so ein bisschen aus dem Beruf heraus entwickelt. Ich habe ja schon nach dem Abitur die Ausbildung zum mittleren Dienst in der Bundespolizei gemacht und war dann irgendwann fertig und habe gemerkt, dass nur Leistungssport, also ich hatte dann die Chance oder die Möglichkeit, dass ich freigestellt war vom Dienst. Also mein Training war mein Dienst sozusagen, mein Trainingsplan war mein Dienstplan. Aber das füllte mich nicht aus, also körperlich natürlich schon, aber geistig nicht. Und auch wenn wir sehr viel trainiert haben, trainierte ich ja nicht 24 Stunden und siebenmal die Woche. Und habe gemerkt, nee, ich muss irgendwie was machen. Und es war klar, dass es neben dem Sport machbar sein muss. Es ist eben meine Freizeit, die ich investiere, um noch was zu lernen. Und das sollte aber auch nicht umsonst sein. Also ich wollte schon auch was machen, was mir später was nützt für die Zeit nach dem Sport. Und in der Ausbildung hat mir schon der Rechtunterricht am meisten Spaß gemacht. Und so dachte ich, ja, wenn ich das parallel mache mit viel Lesen, Lernen, das kann ich auch überall machen, auch im Trainingslager, ganz ungebunden, dann ist es das. Und das hat sich dann erstmal in Hagen ergeben an der Fernuni, weil ich dachte, dann kann ich eben alles mitnehmen, ist am einfachsten zu realisieren. Bin dann aber an die Goethe-Uni in Frankfurt gegangen, weil es da Rechtswissenschaften als Teilzeitstudium gab. Und so konnte ich das gut splitten und musste nicht den strikten Plan so durchlaufen, sondern konnte viel im Winter machen. Da war ich ja auch viel zu Hause. Und im Sommer, wo die Wettkämpfe waren, da habe ich im Prinzip da habe ich zwar auch gelesen und gelernt, aber wesentlich weniger inhaltlich und auch keine Prüfung geschrieben. Und habe das so parallel mitlaufen lassen, einfach wie gesagt, um geistig auch ausgelastet zu sein. Und nach dem Sport war es dann so, dass ich alles Wichtige, Umfangreiche, was ich in der Sportzeit nicht machen konnte, habe ich dann einfach so schnell wie möglich nachgeholt. Also die Jahre, ich habe ja 16 aufgehört und dann 2020 das Examen geschrieben, da habe ich also alles nochmal wiederholt und alles nochmal oder und alles gemacht, was noch offen war, um irgendwie das Staatsexamen zu bestehen. Also von einem verlodderten Studentenleben konnte man nicht reden bei dir, ne? Nee. Also das war schon, also während der Sportzeit musste ich mich schon organisieren und danach halt sowieso, dass ich da nicht viel Zeit verplemper und das so durchziehe, damit ich beruflich auch weiterkomme. Was würdest du denn heute jungen Sportlern raten, die jetzt vor der Überlegung stehen, lieber eine Ausbildung, studieren, Sport will ich mal ganz extrem betreiben in Richtung Olympische Spiele. Also was würdest du Sportlern raten, die zum Beispiel ihr Abi in der Tasche haben und sagen, okay, jetzt kann ich mich endlich auf Sport konzentrieren? Trotzdem sich ein zweites Standbein aufzubauen, das ist ganz wichtig, denn die wenigsten Sportarten können den Sport ihr Leben lang machen und es wird eine Zeit danach geben und die muss vorbereitet sein, auf welche Art und Weise und mit welchen Partnern und womit auch immer. Aber sich das parallel aufzubauen, das geht mittlerweile wirklich gut, weil viele das auch mit der Kombination Leistungssport möglich machen. Es gibt unglaublich viele Partnerschaften und Kooperationen, die Olympiastützpunkte auch anbieten mit Firmen, Unternehmen, Universitäten, Schulen, Berufsschulen, was auch immer. Auf jeden Fall wahrnehmen. Da kann ich jedem nur davon dazu raten. Denn nichts ist schlimmer, als mit Ende 20, Anfang 30 dazustehen nach dem Leistungssport und nicht zu wissen, was man machen will oder dann noch anfangen müssen, irgendwas zu lernen und wertvolle Zeit eigentlich verschenkt hat. Denn keiner ist 24/7 am Trainieren. Und 2016, du hast es vorhin gerade angesprochen, bist du zurückgetreten. Hattest du keinen Bock mehr? Auch.
Aber nicht nur. Ich hab's ja auch nicht nur keinen Bock. Also es war schon irgendwie durch das Thema. Ja, es war durch. Ich habe das ja ganz bewusst vorbereitet und ich habe gerade das letzte Jahr habe ich jede Einheit, jeden Wurf so gefeiert, jedes Krafttraining, jeden Sprint, jeden Sprung. Ja. Wusste ich. Ich gebe jetzt hier 100%, weil es wird an diesem Tag zu dieser Uhrzeit der letzte sein oder das letzte, was ich mache. Und wie gesagt, ich habe das sehr bewusst vorbereitet und auch ganz bewusst für diesen Zeitpunkt entschieden. Und deswegen war es jetzt nicht so, dass ich keine Lust mehr hatte, aber das Kapitel war dann abgeschlossen, ja. Wir hören mal in etwas rein, was dich freuen wird. Es war dein Weltrekordwurf. Da gibt es eine kurze Passage aus Sport im Osten. Vielleicht nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Das war sicherlich einer deiner vielen, vielen Höhepunkte hier in deiner Locker sportlichen. Locker und gelöst wirkte Hammerwerferin Betty Heidler. Auf der rothaarigen Frankfurterin lag der Fokus. Die Europameisterin ist gern nach Halle gekommen. Schon im letzten Jahr hatte sie sich hier den Sieg geholt. Ihr erster Versuch. Weit ging es hinaus. 77,19 Meter gleich zu Beginn. Ein neuer deutscher Rekord. Super tolle Zuschauer, das Wetter ist perfekt und also es gibt keinen Grund, warum man hier nicht weit werfen sollte. So war es. Weiter ging es vor 2000 Zuschauern, die Großes miterleben sollten. Der dritte Versuch von Betty Heidler. Technisch sauber, der Hammer lange in der Luft. Warten auf die Weite. Weltrekord, meine Damen und Herren! 79,42 Meter, das war Weltrekord. Die 27-Jährige brauchte eine Weile, um das zu realisieren. Ein Wurf für die Geschichtsbücher. 79,42. Ist das deine Autonummer? Hast du das? Nee. Also das ist schon, sind schon noch Momente, an die man sich gerne zurückerinnert, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich das höre, weil ich mich ja auch dann in dem Moment sehe und die Emotionen hochkommen. Und das war echt ein besonderer Wettkampf. Das war in Halle, ne? Der Werfertag in Halle, ne? Genau. Der so glücklicherweise für dich mit einem Weltrekord endete. Was hast du zu dem Zeitpunkt gedacht? Boah, jetzt bin ich Weltrekordhalterin. Jetzt bin ich ganz, ganz oben? Nee, überhaupt nicht. Erstmal im Vordergrund war das Realisieren, was da passiert ist. Das war der allererste Wettkampf in der Saison und dass der erste Wurf, den ich schon gar nicht gut fand, deutscher Rekord war, war für mich irgendwie so unbegreiflich. Der zweite, ich glaube, der war irgendwie um 75, 76 und beim dritten dachte ich, jetzt machst du mal das und das richtig und dann wird es schon laufen und ja, das war krass, also unglaublich, tatsächlich wortwörtlich in dem Moment und man muss das erstmal sacken lassen und das stimmt ja so viel auf einen zu. Dass man das realisiert, dass es Weltrekord ist und man tatsächlich jetzt da ganz oben auf der Liste steht, das kommt erst viel, viel später. Aber es wird für eine Ewigkeit in den, in den Ranglisten festgeschrieben sein. Genau, im Geschichtsbuch. Genau, wann bist du für dich am Ziel deiner Wünsche, wenn man jetzt den Weltrekord so ein bisschen als Parallele sieht, was deinen neuen Job anbetrifft? Also als erstes erstmal, wenn ich jetzt dieses Jahr im September den Abschluss geschafft habe von dem Masterstudium und dann meine Stelle im höheren Dienst bei der Bundespolizei dann auch antreten darf. Das ist das, wo ich seit 2008, seitdem ich das Jurastudium begonnen habe, hingearbeitet habe. Das war mein Ziel, dass ich das Jurastudium schaffe, um mich zu bewerben für das Studium zum höheren Dienst. Und das ist so das erste große Ziel, was ich dann erreicht habe. Seit den vielen Jahren. Also auch dort wieder so ein kleiner Step für Step, genau. Ne? Stück für Stück und dann das große Ziel im Blick. Genau. Das ist so eine Lebensweisheit, die man vielen Leuten mitgeben kann, ne? Vor allen Dingen jungen Sportlern. Ne? Genau, also eine Vision sollte man schon haben, aber die Ziele dahin eben realistisch gestalten. Gibt es eine Entscheidung, als letzte Frage, gibt es eine Entscheidung, die du so nicht mehr treffen würdest, heute mit dem Abstand? Nein. Wurde ich auch schon ein paar Mal gefragt und es gibt nichts, es gibt einiges, was man besser machen könnte, aber nichts, was ich anders oder nicht mehr machen würde. Danke, Betty Heidler, für einen kurzweiligen Einblick in das Leben, vor allen Dingen eine schöne Zukunft, die vor dir steht. Ich wünsche dir dafür alles, alles Gute. Dankeschön. Wenn Sie Kritik, Lob, Anmerkungen haben, das nehmen wir auf jeden Fall gerne entgegen, wenn Sie auf Ihrem Handy
die Sport im Osten, die Spio-App installiert haben. Da finden Sie auf alle Fälle irgendwann den Podcast von Betty Heidler. Da können Sie auch Kommentare hinterlassen und wir würden uns natürlich über viel Lob freuen und nehmen natürlich auch Kritik gerne entgegen. Danke, Betty, fürs Dasein. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.